Herzlich willkommen, Donald Trump. Mr. President, hello. You're ugly. You're ugly too. Okay. Let's take millions of people off your cast. Welcome. Mr. President, herzlich willkommen auch Ihnen, Kirstin Warnke. Sie übersetzt für uns. Ja. Sie übersetzt auch diesmal wieder für uns Trumps Englisch. Nein, ich übersetze das Trumpisch. Englisch ist ab sofort in den USA per Dekret abgeschafft. Achso. Mr. President, erste Frage. Hello, you fucking liar from the mass media. Guten Abend, ich freue mich, hier zu sein. Herr Präsident, die ganze Welt kritisiert Ihre Entscheidung, Muslime aus bestimmten Nationen nicht mehr ins Land zu lassen. People think the Muslim ban is racist. That's wrong. That's absolutely wrong. Okay, look, let me tell you something. I have a big heart and I love people from other cultures. It's true. Ich mag Menschen aus anderen Kulturkreisen. Believe me or not, but I've met many foreign people, fantastic people, who work very, very hard. Ich kenne viele russische Prostituierte. Okay. Look, I'm fighting terror, okay? I'm fighting ISIS, all right? And therefore, I'm fighting the most dangerous Muslim countries in the world. And I will start with Mexico. Entschuldigung, aber das ist so doof, wenn ich das übersetze, halbiert es meinen IQ. She's a hell of a pussy, right? Sie ist helle und possierlich, oder? Zurück zum Thema. Menschen aus bestimmten Nationen die Einreise zu verweigern, Mr. Trump, ist das nicht wahnsinnig unamerikanisch? Ich meine, die USA sind ein Einwanderungsland. Auch Ihre Vorfahren kamen aus der Pfalz. Don't tell me about the Pfalz. I know everything about the Pfalz. I love the Pfalz, by the way. In fact, I think the German Pfalz is the best Pfalz in the world. Okay. But don't get me wrong, the Muslims are not coming from the Pfalz. They are coming from the desert. Die Muslime kommen aus der Wüste. Sie können die Wüste nicht mit der Pfalz vergleichen. Natürlich nicht. In der Wüste ist mehr los. Aber es ist ja so, Herr Trump, die Attentäter des 11. September zum Beispiel, die kamen aus Ägypten, aus Saudi-Arabien, aus den Emiraten. Diese Länder sind aber nicht auf Ihrer Liste. Liegt es vielleicht daran, dass Ihre Firmen Geschäfte treiben mit Ägypten und Saudi-Arabien? Do you also ban Egypt and Saudi Arabia? Do I look like an idiot? Das brauche ich nicht übersetzen. Ja, brauche ich auch, glaube ich, nicht beantworten. Der kanadische Premier Trudeau kritisiert Sie ja ebenfalls sehr für Ihre Abschottungspolitik. Wait, wait, is he talking about Trudeau, Justin Trudeau? Yes. Okay, I hate to say this to you, but I think I don't like the guy. Ich mag Trudeau. I think his name sounds gay. Sein Name klingt so fröhlich. By the way, I will build a wall to Canada. A huge Was? Wall, a fabulous wall. Canada? Kanada? Wieso denn Kanada? Auch ich eine Mauer? Look, let me tell you something. There are so many bears from Canada coming to the United States. It's a disaster, okay? Believe me, they are selling drugs. They are raping our Big Macs. And they're stealing the jobs of my supporters. It's true. Na klar, weil die Bären intelligenter sind als seine Unterstützer. You can't build a wall to Canada. Das wird der Kongress nicht zulassen. The Congress won't agree. Come on, give me a break, honey. Then I will build a wall around the Congress too. Dann werde ich eine Mauer um den Kongress herum bauen. Aber Sie riskieren ein Amtsenthebungsverfahren. You will be impeached. No, I won't. Yes, you will. Nope. Yes. Nope. Doch. Because I will build a wall around myself. Very smart, very intelligent, and the best thing is, I will make you pay for it. Ja. Wir legen schon mal zusammen. Vielen herzlichen Dank, Donald Trump. Danke, Kirstin Warnke.